Meine sehr verehrten Damen und Herren, Augustus, wir beginnen mit Vergil. Weder in Raum noch Zeit setze ich den Römern eine Grenze. Ein Reich ohne Ende habe ich ihnen gegeben, erläutert der Jupiter Vergil seiner Tochter Venus, und er fügt hinzu: Krieg wird ruhen und die verrohte Welt neigt sich zur Milde. Die Zuhörer im Haus des Augustus spendeten Beifall. Jupiter durfte nicht irren. Das erste Dogma dieser göttlichen Prophetie erklärte Pax, die personifizierte Göttin des Friedens, zum Sinnbild eines ganzen Zeitalters. Sie symbolisierte allerdings mehr als ein verlorenes und nun wiedergefundenes Paradies. Friede hieß in Rom das Schweigen der Waffen innerhalb und der Vormarsch der Legionen außerhalb der Grenzen des Reiches. Beides war untrennbar. Das eine gab es nicht ohne das andere, und die Götter hatten Rom auserwählt, beides zu verwirklichen. Gefunden war mit dieser Vorstellung vom Frieden, gestützt auf Waffen und Expansion, gefunden war damit eine Legitimationsformel, die von einer durch Bürgerkriege geschundenen Welt begeistert aufgenommen wurde. Noch die Leser des Tacitus lasen diese Lehre in einer eindrucksvollen Geschichte. Der römische Feldherr Cerialis hatte aufständische germanische Könige gedrängt, doch mit ihm einen Blick in die Zukunft zu tun. Und er hat ihnen vorgeführt, was sie dort sehen würden, wenn Rom nicht mehr war. Was kann es dann, rief er, anders geben als wechselseitige Kriege aller Völker? Das Imperium ist ein Gebilde, das nicht zerstört werden kann, ohne das Verderben derer, die daran rütteln. Das zweite Dogma neben dem Frieden, das die Entscheidung Jupiters in Rom mit Leben füllte, sprach von der Zivilisation. Sie, erklärten Politiker und Literaten, können es nur innerhalb der Reichsgrenzen geben, und sie eigne weder sesshaften Barbaren noch umherschweifenden Nomaden. Wenn Menschen wie die Friesen glauben, so rief Plinius, wenn Menschen wie die Friesen glaubten, von Rom beherrscht zu werden, bedeutet Sklaverei. So schulde man ihnen nichts außer Mitleid. 100 Jahre später rühmte der Grieche Elius Aristides, nur die Römer hätten Brücken gebaut, Straßen durch die Berge getrieben und die Wüsten bewohnbar gemacht. Und wenig später stimmte ihm der Kirchenvater Tertullian zu. Er sehe statt berüchtigter Einöden nur blühende Kulturen, und wer daran teilhaben wolle, und das wollten die Christen, müsse Rom dienen. Das zweite Dogma nach dem Frieden, die Zivilisation. Das dritte Dogma sprach von der Gottesfurcht. Alle Völker, erklärte bereits Cicero, übertreffen wir an Religiosität, und durch die Einsicht, dass alles dem Regiment der Götter geschuldet ist. Sein Zeitgenossen sprach aus dem Herzen. Sie glaubten an die Götter und sie deuteten die Geschichte Roms als göttliche Offenbarung und huldigten der Idee, die Himmlischen hätten Rom als Lohn für ihre Treue das Imperium geschenkt.
Sie, die Götter, schrieb Livius, begünstigten nämlich Frömmigkeit und Treue. Und sie zeichneten vor allem die Römer aus. Und aus diesem Grunde sei das römische Volk zu seiner einsamen Größe gekommen. Und an seine Leser gewandt, fügte Livius hinzu: Ihr werdet finden, dass denen, die den Göttern folgten, alles glückt. Alle Übel aber über die kommt, die sie missachten. Was Wunder, dass selbst die Historiker sich wie Priester gebärdeten. So schloss Velleius Paterculus seine römische Geschichte, die mit der Belagerung von Troja begann, mit einem Gebet. All ihr Gottheiten, die ihr dieses gewaltige römische Reich zur höchsten Macht auf Erden erhoben habt, euch rufe ich an, euch bitte ich, im Namen aller beschützt, bewahrt und hütet diesen Staat, diesen Frieden und diesen Monarchen. Sie taten es. Denn Augustus liebten die Götter, denn er vollbrachte, was er wollte und was sie, die Götter, von ihm verlangten. Und dafür gaben sie ihm, was sein Herz begehrte. Dein ist das Reich, rühmte Horaz, weil du dich den Göttern beugst. Das Erste lass sie das Letzte sein. Nun, Sie werden sich fragen, und die Christen? Was hatten die Christen mit solchen Lehren zu tun? Was wollten sie damit anfangen? Der Graben, der Jesus von Augustus trennte, konnte doch gar nicht tiefer sein. Hier der Sohn des großen Cäsar im Zentrum des Imperiums, umgeben von dem Adel eines Weltreiches. Dort der Sohn eines Bauhandwerkers in einem Dorf am Ende der Welt, umgeben von kleinen Leuten. Der eine starb als gefeierter Gründer eines goldenen Zeitalters, der andere elend am Kreuz als gescheiterter Prediger eines kommenden Gottesreiches. Von Augustus erwarteten die Menschen ein besseres Leben, nicht irgendwann, nicht irgendwo, sondern hier und jetzt. Von Jesus erwarteten die Gläubigen ganz was anderes, das Heil jenseits von hier und jetzt im Himmel, jenseits der Schwelle des Todes. Unser Staatswesen, schrieb Paulus an die Philipper, unser Staatswesen, wo wir unseren Herrn erwarten, unseren Herrn, der unseren nichtigen Leib verklären wird, ist nicht auf dieser Welt. Krauser Aberglaube, kommentierte der Statthalter Plinius solche Hoffnungen, als er gefangene Christen verhörte. Augustus hätte ihm fraglos zugestimmt. Was also sollte die Christen denn dazu verführen, sich auf diesen römischen Staat überhaupt einzulassen? Die erste Antwort müsste lauten: Nichts. Trotzdem, sie taten es. Von Generation zu Generation entschlossener wandten sie sich dem römischen Staat zu. Wir forschen nach den Gründen. Zunächst lud sie dazu der Zustand der Welt regelrecht ein. Jeder Missionar erfuhr täglich den Nutzen, den ihm ein zweisprachiges Imperium gewährte.
Ja, wo immer er predigte, lernte er auch, dass keiner seiner Zuhörer an Aufruhr dachte, sondern an Gehorsam und Loyalität. So fiel es ihm im Grunde leicht zu verlangen, den Staat und die patriarchalische Gesellschaftsordnung als Gott gegeben anzuerkennen. Zum Wortführer dieser Lehre wurde bekanntlich Paulus. Zum Verhältnis von Christ und Staat äußerte er sich nur einmal. Aber es reichte, um vielen Generationen den rechten Weg zu zeigen. Ihn markierte er im Brief an die römische Gemeinde, keineswegs zufällig an die römische Gemeinde, denn dort in Rom wurde die Loyalität fast täglich eingefordert. Trotzdem wirken die Sätze des Paulus wie ein Fremdkörper, nicht nur im ganzen Werk, sondern in der Geschichte der frühen Christen überhaupt. Jeder Mann, schrieb er, sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott. Und wer sich der Obrigkeit widersetzt, der widersteht Gottes Ordnung. Widersteht Gottes Ordnung. Der erhobene Zeigefinger des Apostels verbot jeden Widerspruch. Wer dem Imperium und seinen Behörden widerstand, machte sich schuldig. Nicht nur vor den Menschen, sondern vor Gott. Dies zu unterlassen war aber nur der erste Schritt. Dem folgte noch ein zweiter, wenn Sie so wollen, weit dramatischer. Der zweite Schritt forderte nämlich das Gebet für diesen Staat. Und nicht nur dies, sondern forderte das Gebet im Gottesdienst. Ein weiterer Brief der römischen Gemeinde an die Korinther, geschrieben im Jahr 98, zitiert das Gebet, das im Gottesdienst für Rom gesprochen wurde, von den Christen, gleichgültig, ob sie gerade verfolgt wurden, gejagt oder von ihren Nachbarn verprügelt wurden. Du Herr, heißt es, hast ihnen die Königsherrschaft gegeben. Gib ihnen, Herr, Gesundheit, Frieden, Eintracht und Beständigkeit, damit sie die von dir gegebene Herrschaft untadelig ausüben. Nun, natürlich kannte die Gehorsamspflicht Grenzen. Paulus nennt sie nur nicht. Dort aber, wo Glaube und Moral es gestatteten, galt die Gehorsamspflicht uneingeschränkt. Auch zum Beispiel für Maria und Josef. So verließen sie ohne Widerspruch Nazareth, als ein Gebot von Kaiser Augustus ausging, jeder müsse sich in seinem Herkunftsort in die Steuerlisten eintragen lassen. Mit diesen wenigen Zeilen verknüpft der Evangelist Lukas die Geburt Jesu in einem Stall unweit von Bethlehem mit Augustus und einer kaiserlichen Order. Es ist wenig wahrscheinlich, dass der Evangelist mit dieser Datierung beabsichtigte, einem Ereignis der profanen Geschichte einen heilsgeschichtlichen Wert zu verleihen. Seine Nachfolger taten aber genau dies. Genau dies. Dafür hatten sie auch gute Gründe. Denn Lukas begnügte sich nicht mit einem Hinweis auf den Befehl des Kaisers. Seine Geburtsgeschichte endet mit dem bewegenden Bild der Engel, die vom Himmel steigen und einer Schar verängstigter Hirten verkünden, dass ihnen der Heiland geboren sei
und auf Erden Frieden herrsche. Frieden auf Erden? Nun, wer zweifelte? Mochte Seneca hören, der beschrieb, was die Länder vom Euphrat bis zur Themse nie erlebt hatten. Aller Orten schweigen die Waffen, schrieb er. Auf dem ganzen Erdkreis herrscht Sicherheit. Ja, fügte er hinzu, selbst der Himmel über Germanien scheine milder und weicher geworden zu sein. Dem Untertanen in Osten bot dieser Frieden Ersatz für die verlorene Souveränität und den barbarischen Ländern im Westen versprach er Sühne für die zerstörten Lebensformen. Denn dieser Friede brachte den Schutz des Lebens und des Besitzes, bot Sicherheit vor Hunger und Not und gewährte allen, sich frei zu bewegen. Alles dies machte es den Vorstehern der christlichen Gemeinden gewiss leichter, die Schranken zwischen Christen und Römer einzureißen. Eine Schranke schien jedoch unüberwindbar und sie verband sich mit dem Namen Pontius Pilatus. Vor ihm, jeder Christ wusste es, stand Jesus als Angeklagter. Er hatte den Schuldspruch verkündet, er hatte die Hinrichtung befohlen. Warum, fragten die Christen, ihre Evangelisten, ihre Vorsteher. Warum? Auf diese Frage musste eine Antwort gefunden werden und dazu berufen waren natürlich die Evangelisten. Und sie fanden die Antwort. Und sie sprachen geradezu hemmungslos den Römer von jeder Schuld frei. Lukas, dem Markus vorlag, dichtet, Pilatus habe sein Urteil erst gesprochen, als alle Versuche gescheitert seien, Jesus freizulassen. Dreimal habe er öffentlich beteuert, er könne keine Schuld des Beklagten erkennen. Bei Matthäus wäscht Pilatus nach alttestamentlicher Weise seine Hände in Unschuld, wird von seiner Frau gewarnt, dem Gerechten Übles anzutun, und er macht von seinem Recht Gebrauch, dem Volk zum Passafest einen Gefangenen freizugeben, wobei er ihnen die Wahl zwischen einem Mörder und Jesus ließ. Johannes schließlich schildert endlose Verhandlungen des Präfekten mit den Juden, in denen er die Freilassung Jesus geradezu auf den Knien forderte. Für sie alle Evangelisten, hatte sich der Römer ernsthaft bemüht, Jesus das Leben zu retten. Gescheitert war er am Starrsinn einer aufgehetzten jüdischen Volksmenge, der schließlich nachgab und die Schuld am Tod Jesus nach ihrer Auffassung hatte. Damit lag 70 Jahre nach dem Tod Jesu den jungen christlichen Gemeinden ein in sich geschlossenes Bild vor. Ein ängstlicher Richter müht sich um ein gerechtes Urteil, weicht aber dem Druck der Straße und wird, wie der von ihm Hingerichtete, zum Opfer. Ihr Juden, rief er, habt es beschlossen, ich bin rein am Blut des Gottessohnes, schwört er, als er die Nachricht von der Auferstehung hört. Damit aber längst nicht genug. In der Mitte des 2. Jahrhunderts tauchen Akten auf, die Pilatus als Kronzeuge für die göttliche Natur des Gekreuzigten nennen. Und wenig später verwies Tertullian auf ein Schreiben des Kaisers Tiberius, in dem Pilatus ausführlich von den Wundern Jesu, seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt berichtet. Aus diesem Schreiben müsse geschlossen werden, so folgert Tertullian, dass Pilatus seiner Gesinnung nach Christ war.
und sein Bericht den Kaiser bewogen habe, beim Senat die Anerkennung der Göttlichkeit Christi zu beantragen, was bekanntlich misslang. Das ist ein entscheidender Punkt der Hinwendung zweier grundverschiedener Welten. Ohne den Freispruch für Pilatus hätte es keinen Frieden zwischen Rom und den Christen geben können. Denn Jesus war und ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Und um seinen Tod und seine Auferstehung kreist jeder christliche Gedanke. Das Bild eines gnadenlosen römischen Richters, der Jesus ohne Federlesens wegen Hochverrat hinzurichten befahl, stand jeder Annäherung an Rom im Wege. Erst als der gnadenlose Richter durch das Bild der Evangelisten zum Fürsprecher des Gerechten wurde, war der Weg frei zu weiteren Verständigungen. Erstes Fazit scheint angezeigt. Ende des 2. Jahrhunderts gewinnt das Bild des Imperiums, beginnt das Verhältnis zwischen Christ und Römer Konturen zu gewinnen. Da ist die von Paulus beschworene Gehorsamspflicht. Da ist der mit dem Namen des Augustus verbundene Friedensgedanke. Da ist die Weltoffenheit, mit der Lukas in der Apostelgeschichte mit Rom umgeht. Und schließlich der Freispruch des Pilatus. Und diesen Eindruck vervollständigen die täglich gemachten Verfahrungen, vervollständigt das Bild, dass christliche Missionare, Emissäre, Bischöfe ungehindert durch die Lande zogen und ihnen sich nirgendwo unüberwindliche Hindernisse entgegentürmten, die Weltsprache griechisch war, mit der man sich von einigen westlichen Provinzen abgesehen bequem verständigen konnte. Damit erhielt der von Lukas hergestellte Zusammenhang zwischen der Inkarnation, zwischen der Fleischwerdung Jesu und der Herrschaft des Augustus eine neue Bedeutung. Die hatte Lukas wahrscheinlich gar nicht im Sinn. Aber durch die ganze Entwicklung erhält sie jetzt eine neue Bedeutung. Und sie verdichtete sich zu einer neuen Lehre. Hatte Augustus die Bürgerkriege beendet und die eroberten Länder zu einem Reich des Friedens verbunden, so war umgekehrt die Wohlfahrt und das Wachsen des Imperiums mit dem Erscheinen des Erlösers und dem Aufstieg des Glaubens gewachsen. Nochmal. Vorstellung, Augustus hat der Welt den Frieden gebracht. Unendlich wertvoll, wie man bei Lukas nachlesen konnte. Zugleich wuchs das Reich, behauptete sich als großes Friedensreich innerhalb seiner Grenzen und hat dem Glauben an den auferstandenen Erlöser außer sporadischen Verfolgungen nichts entgegengesetzt. Das heißt, langsam reichen sich der heilsgeschichtliche, nämlich das Erscheinen des Erlösers, und der politische Fortschritt die Hand. Politische Fortschritt verkörpert durch Augustus und das Imperium. Was welthistorisch im Grunde dem Zufall geschuldet war, wurde jetzt theologisch neu durchdacht. Im Jahre 172 wandte sich ein gewisser Melito, Bischof von Sardes, an Marc Aurel. In einem ausführlichen Schreiben mühte er sich, dem Kaiser den Zusammenhang zwischen der Ausbreitung des Glaubens
und der Blüte seines Reiches zu erklären. Unsere Religion, verdeutlicht er, entfaltete ihre Kraft zuerst bei den Juden, das klingt fast entschuldigend, aber sie blühte vollends auf unter den Völkern, die Rom geeint habe, und dies jetzt wörtlich während der habenen Regierung deines Vorgängers Augustus, und er brachte seiner und deiner Regierung Glück und Segen. Denn von da an, schließt Melito, denn von da an erhob sich die römische Macht zu Größe und Glanz. Und man brauche nur in der Welt Umschau zu halten, dann sehe man, wie groß der Glanz und wie gewaltig der Wohlstand war, den der Friede Roms gebracht hat. Von den Äußerungen heidnischer Panegyriker unterscheidet sich dieses Lob fast gar nicht. Die redeten genauso. Und beide, die heidnischen Panegyriker und jetzt auch die christlichen, vertreten durch diesen Melito, übernahmen ungebrochen folgende Gleichung. Die ist schon republikanisch, mit Sicherheit aber augusteisch. Frömmigkeit und Macht bedingen sich gegenseitig. Nur weil die Römer fromm waren und nur weil es Augustus auch war, blühte das Reich, und die nächste Schlussfolgerung drängt sich fast auf. Und das Reich wird bestehen, solange dieser Grundgedanke herrschend für den Kaiser und seine Untertanen bleibt. Mit Meliton erreicht, wenn Sie so wollen, in christlichen Augen die Geschichte eine neue Stufe. Wachsen beide, dann bleibt auch Roms Größe erhalten. Nun wollte das ja nicht jeder gutieren. Nicht jeder hat Beifall geklatscht, wenn er solche Sätze des Melito hörte oder las. Einer, der diesen Zusammenhang auch sah, aber die Konsequenzen völlig leugnete, war ein Menschenalter nach Melito, ein gewisser Hippolyt, Bischof in Rom um 210, 220. Der interpretierte das Verhältnis zwischen dem augusteischen Friedensreich und der Geburt Jesu entgegengesetzt, ganz anders. Als Gottes Sohn geboren wurde, führt er aus, und durch seine Jünger das neue Herrenvolk, heißt es wörtlich, der Christenbrief, mahnte er, da, als es soweit war, habe der Satan das göttliche Reich, entstanden durch die Geburt Christi, nachgeahmt, ein irdisches Reich geschaffen, seine Vertreter Römer genannt und diese Römer dazu berufen, als Speerspitzen Satans die Christen zu bekämpfen. Von der Logik her ist das genauso zwingend wie das, was Melito sagte. Nur die Zukunft gehörte Melito, nicht Hippolyt. Denn im Grunde war es so, Melito rief Christus und die Seinen helfen dem Imperium. Hippolyt donnert, Satan ist es, der Rom und sein Imperium geschaffen hat und die Christen bekämpfen wird. Beide Deutungen aber erkennen den historischen Zusammenhang an, der zwischen der Geburt Christi und dem Beginn des Kaiserreiches postuliert wurde. Ein Zusammenhang, der gar nicht selbstverständlich ist. Aber er sitzt immer tiefer, er sitzt immer tiefer in den Köpfen drin. Mit der Geburt Jesu
kommt das Friedensreich, mit dem Friedensreich kommt die Ausbreitung des Christentums und beides, das ist im Grunde die offene Frage, ist beides Gottes Wille? Vielleicht sogar seine Entscheidung? Soweit sind die Apologeten noch nicht, aber sie kommen dahin. Und dann kommt noch ein Gedanke, nicht minder dramatisch. Er stammt von Tertullian. Mit ihm beginnen die Christen Gott anzuflehen, den Tag des Weltenendes aufzuschieben. Das, was man zu Beginn nach dem Tod Jesu so ersehnt hatte, ist jetzt zur großen Furcht geworden. Man will in dieser Welt bleiben, man will nicht, dass sie zerstört wird, man will den jüngsten Tag nicht. Wie kann man ihn aber aufschieben? Wie kann man Gottes Willen beeinflussen? Tertullian hat die Antwort. Wir wissen, schreibt er, dass die gewaltige Katastrophe, die dem Erdkreis droht, ja, dass das Ende der Welt nur durch die dem Römischen Reich gewährte Frist aufgehalten wird. Daher wollen wir dies nicht erleben. Und indem wir um Aufschub bitten, tragen wir zum Fortbestand Roms bei. Das ist schon der Schulterschluss, wenn Sie so wollen. Das Weltenende, was man nicht mehr will, kommt so lange nicht, solange Rom steht. Das Imperium erhält damit eine Qualität, die seine irdische Existenz weit überragt. Denn es knüpft in der gemeinsamen Furcht vor dem drohenden Weltuntergang. Diese Furcht plagt die Heiden wie Christen. Es knüpft in der gemeinsamen Furcht vor dem drohenden Weltuntergang ein geistiges Band, das alle Menschen, egal zu welchen Göttern sie beteten, miteinander verbindet. Nun, wir wissen, die Plädoyers der Apologeten des 2. Jahrhunderts, die Christen verteidigten und sich an Kaiser und Behörden wandten, haben die Verfolgungen nicht mildern können, soweit sie überhaupt existierten. Aber sie trieben die Annäherung zweier im Grundsatz geschiedener Welten voran. Und die Herrschaft des Augustus erscheint dabei in immer strahlenderem Licht. Hatte man zunächst den Nutzen seines Imperiums für die Christen bestimmt, fragte man jetzt, ob beide Augustus und das Reich göttlichen Ursprungs seien. Die erste Antwort auf diese Frage fand Origenes, vielleicht der größte Denker der Antike, beheimatet in Alexandrien, und in Tyros 254 an den Folgen der Folterungen gestorben, die er in der Verfolgung seiner Heimatstadt erlitten hatte. In seinen Schriften, vor allem in seiner Widerlegung der heidnischen Angriffe des Keltos, der hatte rund 80 Jahre vor 240 eine vehemente Streitschrift geschrieben. In der Widerlegung dieser Streitschrift schreibt Origenes, man müsse zunächst mal einen Blick ins Alte Testament tun. Dort finde man im 72. Psalm, dass Gottes Gerechtigkeit aufging in diesen Tagen und die Fülle des Friedens. Gottes Gerechtigkeit in diesen Tagen und in der Fülle des Friedens. Diese Tage waren die Zeit, in der Christus auf Erden erschien. Und Gott wollte, dass alle Völker einem Kaiser gehorchten, um der Ausbreitung des Glaubens dienlich zu sein. Jetzt erscheint hinter dem himmlischen Heiland bereits der irdische Heiland, der ebenso Gottes Willen entsprach.
Nun, diesen Gedanken galt es zu verdeutlichen. Das wollte ja nicht jeder in dieser abstrakten Formulierung stehen lassen. Man wollte das präzise haben und der Kirchenvater weiß, was seine Gläubigen wollten und erläutert. Durch die eine Herrschaft, schrieb er, des Augustus, sei die Mehrzahl der auf Erden lebenden Menschen gewissermaßen gleichgemacht worden. Gleichgemacht unter dem Dach des römischen Friedens. Denn, sagt er, wäre es anders gekommen, hätte es wie vor Augustus viele Staaten gegeben, so hätte allerorten Krieg geherrscht. Denn so war es immer gewesen, bevor Rom kam. Und wie wäre es, so jetzt die Frage an die Christen, wie wäre es, wenn die Völker nicht einem Kaiser gehorchten? Und wie sollte dann eine Religion der Demütigen und Sanftmütigen, die keine Waffe in die Hand nehmen kann, wie hätten die Sanftmütigen auf dieser Erde bestehen können, in der Krieg herrscht? Niemals, sagt Origenes. Insofern hat Gott gewusst, was er tat. Und was er tat, ist Jesus auf die Erde schicken, seinen Sohn und Augustus zum Herrn der Welt zu machen. Das ist ein Gedanke, der mit der konstantinischen Wende, also mit der Hinwendung Konstantins zu den Christen, der dieser Gedanke regelrecht Flügel bekam. Und sie verlieh ihm Eusebius, ein Mann, der 313 zum Bischof des palästinensischen Caesarea gewählt worden war, und der die Schriften des Origenes genau kannte. Dieser Mann schrieb eine Kirchengeschichte und er schrieb sie in dem stolzen Wissen, dass die Geschichte immer auf der Seite der Christen war und ist und Gott immer mit den Christen sein wird. Was immer geschehen sei in den Jahrhunderten an Verfolgungen, an Leiden, an inneren Zwist, an heretischen Kämpfen, alles dies fügt Eusebius in einen gottgewollten Zusammenhang und beschrieb das Geschehen als Triumphzug des auf Golgotha ans Kreuz Geschlagenen. Vieles, was einst wichtig war, verlor nun an Bedeutung. Manches änderte sich. Eins aber erschien immer im strahlenderen Licht. Das Imperium und der Kaiser. Beide waren ja nun unter Konstantin zu Freunden geworden. Sie halfen sich gegenseitig, sie stützten sich, sie erkannten sich an. Und über ihre Vergangenheit, aber auch über ihre Zukunft war nun neu nachzudenken. Eusebius sagte, es kann nicht Menschenwerk gewesen sein, dass Augustus als Erster allein über die Völker der Erde herrschte. Denn wäre es anders gekommen, hätte nichts die den Dämonen verfallenen Menschen aufhalten können, gegen die Diener Christi Krieg zu führen. Ein Krieg, den die wehrlosen Christen nicht gewachsen gewesen wären. Gott aber habe seine Feinde durch die Furcht vor der Macht des römischen Kaisers, begründet durch Augustus, seinem Willen unterworfen. Im Grunde wird den Gläubigen jetzt eine sehr einfache Lehre vermittelt. Selbstständige heidnische Staaten, so wie es sie vor Augustus gegeben hat, bringen Krieg und Bürgerzwist in die Welt. Das Imperium brachte und bringt den Frieden. Ein Frieden, ohne den sich die Lehre der Sanftmütigen nicht hätte ausbreiten können. Damit war nun endgültig
Augustus, wie das in Bethlehem geborene Kind ein Werkzeug der göttlichen Vorsehung. Augustus gehorchte, so erläuterte Jahrzehnte später Johannes Chrysostomus, einer der großen Prediger in Konstantinopel. Er gehorchte, sagte er seinen Gläubigen, einem göttlichen Befehl, als er den Zensus befahl, der Jesus und Maria nach Bethlehem brachte. 100 Jahre nach Eusebius schrieb ein gewisser Aurelius Prudentius ein Lehrgedicht. Das war ein spanischer Hofbeamter und Dichter, der in seinen letzten Jahren als Asket in Spanien lebte, um für seine Sünden zu büßen. 402, wir sind 8 Jahre vor der Erstürmung Roms durch die Westgoten. 402 noch, schrieb er, Rom habe eine Schar westgotischer Krieger bei Polentia, also in Oberitalien, geschlagen und nun sei endgültig bewiesen, dass das Imperium für die Ewigkeit gebaut sei. Denn im Zeichen des Kreuzes, sagt er, und unter dem Schutz der Märtyrer Petrus und Paulus werde dieses Reich in aller Größe auf ewig bestehen. Denn Gott selbst machte Rom zur Hauptstadt, damit Rom die Welt eine und den Einzug Christi ermögliche. Wörtlich, sprachlich geschiedene Völker und kulturell voneinander getrennte Reiche wollte vereinen Gott. Gott, wohlgemerkt. Er wollte sie unterwerfen einer der einzigen Herrschaft, was immer sich fügen mochte, edler Gesinnung. Nun, dann blieb nur noch zu entziffern, was das neue christlich gewordene Rom vom alten unterschied. Es musste ja besser geworden sein. Das Blut der Märtyrer konnte ja nicht umsonst geflossen sein. Und die Christianisierung des Kaisers Anfang des 4. Jahrhunderts doch auch nicht. So folgte den Siegen über die äußeren Feinde, sagt Prudentius, die Befreiung im Inneren von den Dämonen und der Aufstieg christlicher Moral. Beides war unverzichtbar, um die Dauer des christlich erneuerten Reiches zu begründen. Gewähre Christus, heißt es wörtlich, deinem Römervolk, dass christlich sei nun diese Stadt, durch die du ja gewährst, dass all den anderen ein einziger Sinn des Heiligen war zuteil. Ein einziger Sinn des Heiligen, das heißt, das Imperium christlich geworden, garantiert nun auch eine gestiegene Moral. Und wenn es fällt, wird auch diese Moral, wird das Heilige zerstört. Noch einmal, wenn Sie so wollen, verbanden sich römische Traditionen. Sie denken an Vergil am Anfang, ein Reich ohne Ende habe ich gegeben. Noch einmal verbanden sich römische Traditionen vom gottgegebenen Imperium mit der christlichen Heilsbotschaft, geboren im Stall von Bethlehem. Und noch einmal, 8 Jahre bevor die Westgoten Rom stürmten, noch einmal strahlte der Friede des Augustus im ungetrübten Glanz. Und noch einmal hielt die Kette, die das Wohlergehen aller an die Verehrung Gottes band. Wir wollen die entscheidenden Punkte zusammenfassen. Unter Augustus verband sich der Glaube, die Götter hätten Rom die Ewigkeit versprochen, mit der Zuversicht, dass dieses Imperium allen seinen Bewohnern Wohlstand und Glück bringen würde.
römischer Grundgedanke, der die ganze Kaiserzeit hindurch trug und der die entscheidende Legitimationsformel der Monarchie des Augustus war. Pax, die Göttin des Friedens, wurde zum Sinnbild aller Hoffnungen aller Menschen. Friede und Weltherrschaft verschmolzen miteinander. Das eine konnte ohne das andere nicht sein, aber es schloss den Krieg jenseits der Grenzen nicht aus. Eine heidnische Vision von dem gottgegebenen Imperium. Und die christliche Auseinandersetzung mit dieser Vision, eine Auseinandersetzung, von der man von den Ausgangslagen her ja eigentlich sagen müsste, sie kann nicht funktionieren. Aber von dieser Ausgangslage her beginnt die Annäherung zweier geschiedener Welten. Und es geht los mit Paulus. Paulus, nicht zufällig stolzer Bürger Roms und für die Christen Kronzeuge des Glaubens an den Auferstandenen. Er erklärte den römischen Staat als eine von Gott eingesetzte Ordnung, was wenig später der Evangelist Lukas und der Autor der Apostelgeschichte bestätigten und mit wunderbaren Geschichten untermalten. Also wer die Apostelgeschichte aufschlägt, stolpert ja geradezu über vornehme und feinsinnige und gläubige Römer. Und wer sich dann in der Todesstunde Jesu unter das Kreuz begibt, der erfährt von den Evangelisten, dass der Erste, der bekundete, wahrlich dieser Mann war Gottes Sohn, ein römischer Soldat ist. Das heißt, mit Paulus schieben sich beide Welten ineinander oder vielleicht vorsichtig formuliert, bewegen sich aufeinander zu. Im 2. Jahrhundert kamen die Apologeten, die von der Vorstellung ausgingen, die Menschwerdung Christi habe dem Imperium Segen und Nutzen gebracht. Und Gott habe die Schöpfung des Augustus gut geheißen. Trotz schlechter Kaiser, die man ja nicht leugnen konnte, trotz aller Verfolgung, trotz aller Not, die diese Kaiser über viele brachten. Und den entscheidenden Schritt tat im 3. Jahrhundert Origenes. Mit der Vorstellung, die Monarchie des Augustus und seiner Nachfolger müsse als die von Gott gewollte Vorbereitung der Expansion des christlichen Glaubens verstanden werden. Die von Gott gewollte und inszenierte Vorbereitung der Ausbreitung des christlichen Glaubens. Wenn Sie es pointiert formuliert haben wollen, Augustus wird zum Missionar. Dieser Gedanke bekommt eine eigene Würde durch die Hinwendung Konstantins zum Christentum. Christus und Augustus, erklärte nun unwidersprochen Eusebius, sein zwei Pole göttlichen Handelns und die Pax Augusta entspreche dem christlichen und Frieden auf Erden. Kurz, die Unterwerfung der Welt unter Rom war Gott gewollt und sie beendete die Vielgötterei. Und Konstantin vollendete im Grunde nur, was Augustus begonnen hatte. Stimmen des Widerstandes gab es, aber sie verhallten unerhört. Nochmal zum Anfang. Vergil hatte noch von einem Reich ohne Ende in Zeit und Raum geträumt. Damit war es im 5. Jahrhundert vorbei, als Rom die Waffen streckte. Und jetzt galt die Vision des Augustinus, der 413 mit De Civitate Dei begann und die Kette, die Rom mit den Christen verband, zerriss. Jetzt galt die Vision des Augustinus: Vergehen wird, was Gott selbst gemacht hat. Um wie viel schneller als das, was Romulus begründet hat. Um wie viel schneller, was Rom bedeutete. Jedoch,
Noch heute trägt der Bischof in Aachen das Lotharkreuz durch die Stadt. Auf seine mit Edelstein geschmückter Vorderseite leuchtet ein eingesetzter antiker Cameo mit dem Bild des Augustus, während sich auf der Rückseite des Kreuzes der auf Golgatha Gestorbene dem Priester zuwendet. Noch immer, wenn Sie so wollen, tausende Jahre nach ihrem Erdendasein, sind beide untrennbar miteinander verbunden. Augustus und Jesus. Origenes hätte beifällig genickt. Ich danke Ihnen.